So, ja, Hallöchen Leute, da bin ich wieder mit dem nächsten Let's Play World of Tanks. Und ich fahre mit meinem AMX 1375, habe ich mir vor ein paar Tagen ganz neu in die Garage gestellt. Nach langer Zeit mal wieder auf der Karte steppen. Und natürlich, wie es sich für ein Team leichter gehört, ganz unten in der Liste, ganz unten. So, naja, ich habe mir den eigentlich nur geholt, weil jetzt seit vorgestern gibt es ja diese persönlichen Aufträge, wo man sich die Panzer freispielen kann und so. Und da brauche ich halt auch einen leichten Panzer für. Und deswegen habe ich mir den wieder geholt. Ich hatte den schon mal vor langer Zeit, aber nicht wirklich lange gespielt. Und jetzt halt mal wieder geholt, so weil ich ihn eh brauche. Und dann macht eigentlich auch ganz gut Spaß. Ne? So, jetzt aber erstmal schauen, dass ich das überlebe. Was habe ich denn für einen Auftrag? Zerstören Sie die Ketten eines Gegnerfahrzeugs und das von Ihnen bewegungsunfähig gemachte Fahrzeug muss Schaden erhalten. Okay, an sich nicht so schwer. Das Schwerste an den Aufträgen ist eigentlich, muss ich sagen, also manchmal sind ein paar richtig schwere dabei. Aber das Schwerste ist eigentlich, dass es so teilweise entweder so komische Aufgaben sind. Also bei den schweren Panzern bin ich jetzt bei einem, wo ich zwei Panzer zerstören muss, glaube ich. An sich ist das nicht schwer. Das Problem ist, man muss erstmal zwei verschiedene Typen zerstören, also einen schweren und einen leichten oder zum Beispiel oder mittleren. Das geht auch noch, aber was eigentlich das Schwerste daran ist, ist, dass man die in der Reihenfolge machen muss. Also es sind auch Aufträge wie darunter, wie zum Beispiel ein Abfackeln oder so. Und das habe ich so oft schon gemacht, aber dadurch, dass man das halt in der Reihenfolge machen muss, ist das gar nicht mal so einfach. Weil dann hast du den Auftrag, einen abzufackeln und dann hast du Pech und zündest erstmal die nächsten 20 Gefechte keinen Motor an. So scheint ja. Wir scheinen ganz gut voranzukommen. Steht halt ST1, das ist doof. Wir müssen mal einen entfernen auf der Karte. Kommt da mich ran? Nee, gut. Kann ich schon, dass ich mir die Artis hole. Da ist Objekt 263 und das kommt zu mir gefahren. Das ist gar nicht gut. Ja, da ist auch noch ein Waffenträger. Kann ich nicht machen. Muss ich umdrehen. Das ist dann doch zu viel. Zu viel des Guten. Ah, da ist die erste Artie. Kriege ich schlecht. Ja, klar. Ja. Willst du mich verarschen? Das ist so leichter Panzerfahren, das muss ich noch üben. Hilfe! Hilfe! Könnt ihr auch Glück haben, ein Treffen. Aber ich muss, jetzt geht der Ping hoch, das ist nicht so gut. Das Objekt dreht sich. Ja, klar. So, ich lade mal nach. Nein, nein, nein. Da ist ein Felsen. Ist die Frage, was steht hinter mir? Ich glaube, den Auftrag mit den Ketten, das wird nichts mehr. Außer ich fahre da jetzt ran und schieße nur auf die Ketten. Dann könnte ich das nicht mehr. Alter. Die Kette ist runter, oder?
Nö, die Kette war nicht mal runter. Willst du mich verarschen? Das kannst du doch nicht. Muss ich hier mir den Ding vornehmen für die Kette? Da dürfte ich auch relativ schnell als Erster rankommen. Als Erster ist vielleicht gar nicht so gut, als Zweiter sollte ich da rankommen. Vor allem, wenn er die 15 cm Moment drauf hat. Ja, E50 mit 277 Leben daran fahren, das ist mutig. Ne? Das ist mutig. Ne? Nein, ich komm, ich krieg das Geschütz nicht hoch genug. Klar, mein eigener hat mich abgeschossen. Sehr schön. Sehr schön, klar. Zielen müsste man noch können, mein Lieber. Ah, die Kette war unten, aber die Nebenbedingungen nicht erfüllt. Okay. Achso, ich muss das selber bewegungsunfähig machen. Das war es vorher anscheinend schon. Okay, gut. Dann verbessere ich mal das Ergebnis. Also 25.000 sind noch immer ganz schön. Was ist das nächste? Klären Sie. Ja, okay. Gegnerfahrzeug aufklären, so dass es dann. Ja, das ist nicht schwer. Gut. Naja, schauen wir mal hier. Hallo? Hallo, willst du jetzt verschieben lassen? Gut. Eigene Auswertung. Überlegenheitsabzeichen zweite Klasse und Wirkungsfeuer. Zweiter? Das hat mich überrascht. Also, okay, liegt vielleicht daran, dass sie sehr viele Stufen über müssen. 1207 Schaden geht für einen leichten eigentlich auch. Ja, 16 Schüsse abgegeben. Ne, 20 Schüsse abgegeben. 8 davon sind durch. 1207 Schaden gemacht und 888 Schaden durch Aufklärung ermöglicht. Dann hier alles Mögliche. Insgesamt 15.000 aber raus und 854 Erfahrung. Gut, dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge. Tschüssi!